Also mein persönliches Highlight 2020, das sind sicher die Berner Digitaltage. Wir haben unter Eindruck von Corona haben wir ganz ein ganz neues Format ausprobieren. Wir als Stadt Bern, wir haben eine diskursive Plattform gemacht, 2 Tage lang, fast 24 Stunden lang, haben wir Gäste empfangen und haben uns können austauschen, wirklich mit weit über 3000 Leuten. Wir haben insgesamt fast 100'000 Minuten Diskurs gehabt. Also das heisst, wir haben nonstop 100 Leute dabei gehabt bei unseren Panels. Und mit weit über 100 Leuten geredet, über alle Herausforderungen, die wir in dieser Gesellschaft haben, rund um Digitalisierung, also von Datensicherheit bis Blockchain, von Inklusion bis auch wirtschaftlicher Entwicklung. Und das hat total einen positiven Spin ausgelöst. Und ich sehe so die Reaktionen, wirklich unglaubliche Zusprüche bekommen. Und das zeigt ja genau dann, wenn die öffentliche Verwaltung, wenn wir als Behörde nicht mehr Wahrheiten erzählen, sondern zum Dialog einladen, genau dann fängt es an, spannend zu werden. Und dann löst das viel Energie aus, für unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das ist wirklich das Highlight, weil es ist ein Aufbruch, ein neues Kapitel aufschlagen. Und an dem wollen wir jetzt weiterarbeiten als Versprechen für die Zukunft.